So, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, je nachdem, wie es bei euch ist. Ich zocke jetzt gerade um 20 vor 6 morgens, kann man mal machen, ne? Nach einem langen Arbeitstag habe ich mich dazu entschlossen, einfach noch ein bisschen zu Banjo-Tooie zu let's playen. Hatte ich Bock drauf, ja. Und ja, wir sind bei Bumba im Wigwam und Bumba nennen das Baby T-Rex. Ja, das haben wir jetzt, sind wir ein Baby T-Rex. Der Clou daran ist, wir können zwar rumlaufen, aber wir können noch nicht brüllen. Das müssen wir erst lernen. Von wem lernen wir das? Ja, von unserer Ersatzmutter hier. Wow, ein neuer Dinosaurier. Was bist du? Ein grässlicher T-Rex. So grässlich bist du gar nicht. Du weißt ja noch nicht mal, wie man richtig brüllt, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber es ist doch ganz einfach. Drücke X, um kurz zu brüllen, und halte X gedrückt, um ein gedonnertes Gebrüll auszustoßen. Danke. Was brüllen wir jemanden an? So, ja, wir brüllen jemanden an, und das ist. Ja, was könnte das sein? Nicht andere Dinosaurier? Nein, wir brüllen an Steine. Ihr habt schon gesehen, hier gibt es so Steine. Jetzt muss ich mal gerade kurz. Kann man sich auch hier teleportieren? Weil eine Sache ist mir noch eingefallen, eben, ja. Glaube ich, relativ am Anfang war meines Wissens doch auch so ein Symbol, nicht wahr? War das hier rechts? Rechts, 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 rechts. Nein, war es nicht. Verdammt. Damn it. Okay, auch ganz schön. Sieht aus wie ein Känguru, ne? Mehr oder weniger. Können wir jetzt hier. Unter Wasser können wir auch laufen. Fantastisch. Also, wir springen nicht nur wie ein Känguru, wir können auch wie ein Frosch unter Wasser atmen. Zack, hier gehen wir mal rein. Und wo geht's? Führt uns das hin? Na, in den Berg zu einer weiteren Cheeto-Seite. Und hier, ganz wichtig, ja. Brüll, 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 brüll. Dann wird der glitzernde Preis dein sein. Okay, jetzt nochmal überlegen. Kurz. Kurz. Nee. Kurz, lang, lang. Nee. Kurz, kurz, lang. Kurz, lang, lang, oder? Kurz, kurz, lang. Kurz, lang, lang. Kurz, kurz, lang. Kurz, lang, lang. Das sollten wir hinkriegen. Kurz, kurz, lang, kurz, lang, lang. Hier können wir zum Glück jetzt einfach so durchmarschieren. Also, kurz, kurz, lang, kurz, lang, lang. Wo? So. Ist es, so einfach geht es, und so haben wir uns auch das nächste Puzzleteil verdient. Und ja, das war auch schon das, was wir in der Verwandlung machen können. Übrigens, ja, das machen wir, zeige ich euch gleich noch was. Die Jungs von Rare sind schon teils komische Leute, möchte man sagen. Macht uns aber nichts aus, dass wir da runterfallen. Interessanterweise. So. Verwandlungen haben wir für dieses Level abgeschlossen. Und wo wollen wir hin? Wir wollen wieder zum Ein- und Ausgang. Ich glaube, das ist der Teleporter, den ich am meisten benutzt habe.
Denn ich möchte nochmal die Flugplattform nutzen, um euch etwas zu zeigen. Danach flattern wir auch wieder hierhin zurück. Ups. Genau, Sprungschuhe. Nein, wir sind runtergefallen. Das war vollkommener Schwachsinn. Wenn wir denken, wir dürfen ja nur einmal springen mit den Schuhen, darf uns so ein Fauxpas natürlich nicht passieren. So, und jetzt aufgepasst. Wir flattern mal ein wenig herum. Und zwar kann man das am besten, glaube ich, von... Ah, blöde Kamera. Na, wenn schon mal was richtig haben, ah. Boah. So. Das... seht ihr das hier unten? Seht ihr das im Hintergrund? Das ist ein wenig irritierend. Man könnte meinen, dass Rare hier ein männliches Glied genommen, in Steinform gemacht hat, ja, hier. Wo auch immer diese komischen Tropfen da, was das noch sein soll. Also, das ist... Solche Easter Eggs findet man tatsächlich. Das ist natürlich jetzt viel Spekulation, aber irgendwo schon komisch, oder? Also, naja. Vielleicht ist das auch wieder nur irgendwelche komischen... Interpretationen von irgendwem, der Langeweile hat. So, wo wollen wir denn noch hin? Wir wollen zur Ugel-Bugel-Höhle, ne? Wo geht's denn da lang? Da müssen wir einmal hier lang und einmal da lang. Und einmal da vorne hin. Da sehen wir sie ja. Genau hier. Nein, ich wollte... Boah. Gerade noch gerettet. So. Wie sieht's aus hier in der Ugel-Bugel-Höhle? Boah, ziemlich dunkel, ne? Hallo. Mit dem Stotterproblem solltest du zum Arzt gehen. Nee, nicht kalt, keine Zentralheizung. Oh, kein Essen. Ungebungerstamm, bewachte Höhle draußen. Wärme Höhle auf und gib ihr Essen. Hast du ein Puzzle? Vielleicht erste Wärme und Essen. Nun, wir könnten natürlich Feuereier nehmen, wir können aber auch. Zack, mit Kazooies Flammen warm machen. Und ja, das findet er mal gleich sehr gut. Ich jetzt warm, aber immer noch hungrig. Fast Food, gut. Fast Food, okay. Sind wir von da reingekommen? Und wo sind wir denn reingekommen? Hier von da oben, ne? Wo geht's denn hier hin? Ach ja. Ach, verdammt. Zeigen wir ganz kurz. To Witchy World, ja? Ihr erinnert euch? Wir dürfen keine Burger und Pommes holen, aber die wollen Burger und Pommes. Der Hex-Hex-Park, hier sind wir. Da unten träumen wir jetzt mal den hier. Komm schon. Jawohl, schön runtergesniped. Und hier kommen wir aber auch nur hin, wenn wir bestimmte Schuhe haben. Und da wir die noch nicht haben, können wir das auch noch nicht machen. Aber nur damit ihr es schon mal gesehen habt, ne? Spoiler, Spoiler! So, ja, es gibt aber nicht nur einen Ugel-Bugel-Typen hier, sondern noch einen zweiten.
Der sitzt hier hinten. Dem ist kalt und ja, komm hier, weil wir gerade die Feuerei haben. Zack, so geht's. Dem ist immer noch... Was? Jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt hört aber endlich auf zu zittern. Ich jetzt war, ja, sieht man, aber immer noch hungrig. Fast wird gut. So, und der dritte Typ, wo ist der denn? Der war irgendwo... Da müssen wir jetzt gleich noch hin. Der war hier oben irgendwo, oder? Ah, hier sehen wir schon diesen Felsbrocken, der sieht schon wieder so ein bisschen mysteriös aus. Da springen wir hoch, klammern uns an die Kante und ja, hier oben, also ich weiß nicht, ist natürlich ziemlich abgesehen davon, dass es keine Zentralheizung gibt, aber kein Wunder, dass sie sich, wenn die so auseinanderleben, auseinander irgendwo in irgendwelchen Ecken sitzen, das ist ja nicht spannend hier. Ja, aber auch dem haben wir jetzt hier Bart gemacht. Ich jetzt warm, aber immer noch hungrig. Fast food gut. Ja, wie gesagt, das können wir im Moment nicht holen. Da fehlt uns halt noch eine Sache, aber wir könnten... ja, für... Wobei, könnten... Achso, ja doch. Ich wollte gerade sagen, können wir... Wir können... Und zwar setzen wir uns... Setz dich doch da oben drauf. Oh, dickes Baby. Vino, ist sie nicht ein großes Mädchen? Eva, sie kann nicht mal fliegen. Ich fürchte, es ist nicht genug Platz im Nest. Glaubst du, du könntest sie mit einem Granatenei treffen? Wie kaltherzig. War nur ein Witz. Bringen Sie zu mir und ich arbeite ein Trainingsprogramm für Sie aus. Dann schaue ich mal nach Benjo. Ja, ihr seht schon, also hier haben wir auch die Liane. Das heißt, Benjo muss jetzt aktiv werden. Gebrütet hat Kazui, aber der Bär muss jetzt seinen Rucksack nehmen. Und ja, während die hier auf irgendwelchen Stöcken oder so rummeiern, müssen wir hier... einpacken, ja, sitzt alles, passt alles, wackelt und ja, dann müssen wir uns jetzt mal auf den Weg machen. Und da sind wir gekommen zum Nest. Oh ja. Wie kommen wir jetzt am besten, am schnellsten dahin? Ja, wahrscheinlich. Wieder indem wir unsere Lieblings-Warp-Plattform nutzen, nämlich die am Start. Damit können wir uns ja direkt oben auf den Berg teleportieren, warpen, wie auch immer. Ne, ist warpen, ne? Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen teleportieren und warpen? Gibt's da einen? Oder ist das, ich meine, ist ja beides im derzeitigen Technikstand nicht möglich, aber... Naja, egal, ihr wisst, was ich meine. Aber ich sprach von Warp-Plattformen, ne? Egal. Hier müssen wir hin, hier müssen wir rauf. Und, so, da sind wir. Jetzt müssen wir nur noch hier... Zack, wieder rausholen. Na, komm schon. Das ist das Letzte. Gott sei Dank, Kazui kann keine Eier mehr sehen. Hier ist, wie versprochen, die zweite Hälfte der Belohnung. Sehr gern. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Und apropos mitnehmen. Da fällt mir ein... Mitnehmen ist das richtige Stichwort, weil Benjo muss noch jemanden mitnehmen. Wir lassen also Kazui erstmal weiterhin da. Und teleportieren uns, wo war es denn? In die Nähe von Wumbas Wigwam, kann das sein? Ja, ja, ja. Das kann sein.
Weil wir müssen ja noch dem einen Dino helfen. Der ist ja noch krank, ja? Wir haben die Schwester, die war abgehauen, die haben wir mit dem Zug zurückgeholt. Der ja, Kleine, ja, dem haben wir geholfen, indem wir Mumbo mit seiner Magie hat ihn groß gemacht. Ja? Aber jetzt müssen wir den einen noch heilen. Da ist aber keine Möglichkeit mehr in diesem Level. Das macht zwar Mumbo, aber wie gesagt, das macht er nicht hier. Nee. Und dafür müssen wir den Dino einpacken. Genauso wie vorher den kleinen Pterodactylus müssen wir jetzt auch den Styracosaurus, den kleinen, hier reinpacken. Ist äußerst geräumig sowas. Also wer so einen Rucksack. Na, ich will mal da. So, damit machen wir uns jetzt auf und zwar zum Bahnhof. Wo ist nochmal hier? Genau, der Bahnhof ist nicht weit weg. Dann müssen wir den nur noch in den inzwischen schon oft benutzten Waggon hinten reinpacken. Ja. In Joffis Waggon. Zack, da sitzt er. Sieht immer noch nicht mehr glücklich aus. Und ja, dann. Ach, guck mal da. Das ist natürlich praktisch. Dann können wir jetzt Kazooie mal da holen. Die hat ja auch lange genug hier oben gewartet. Falsche Richtung. Wo müssen wir denn raus? Raus hier! Ja, da. Da! Ich habe Angst. Ich will nicht sterben. Aber der Bahnhof, ja, ist ja nicht weit weg, ne? Übrigens sehr nice. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Aber hier so ein paar Felsmalereien, da hier so der Zug. So, dann packen wir uns mal zusammen und ja, Lokomotivführer Banjo, ja, ich meine, es gab ja sehr viele Streiks bei der Bahn, aber Chaffee, der Zug hier, der fährt weiter. Nächstes Ziel ist jetzt, na, ist das Hexoland, ja. Die hohe Klippe, da geht's hin. Tschut, tschut, tschut. Da fährt der Zug ein. Da seht ihr die Mumbo-Plattform. Die benötigen wir auch jetzt. Ja, tut, tut. Zack, rausgesprungen und mal eben zum Mumbo gewechselt. Boah. Da wollte er angreifen, der gemeine Kerl. So, und jetzt weiß ich auch, haben wir ja schon eben, oder eben beim letzten Mal festgestellt, warum wir da ein Globo mehr haben. War ja noch der auf der hohen Klippe war. Willkommen zurück, Bärenfuckel. Und ja, wir wollen immer noch deine Hilfe. Und ja, wir geben dir das Zauberwesen. Und ja, wir schmeißen es da rein. Natürlich machen wir das. So. Mumbo wieder absolut in seinem Element. Ich finde immer lustig, der sieht immer so aus, als hätte er irgendwo einen Rettungsring um oder so. Mit seinem. Ey! Spacko. Gibt dir volles Fund aufs Maul, ja? Hier, du. Jawohl! Entschuldigung.
Das musste sein. So. Hoffen, das funktionieren. Würde mich überraschen, wenn nicht. Heilung für den kranken Styracosaurus. Schauen wir mal, wie dem das Ganze bekommt. Ja? Okay, wir sehen nicht, wie es ihm bekommt. Doch, da jetzt. Im Moment niest er noch und aber jetzt. Oh! Jetzt wird er wieder ganz toll. Ich weiß nicht, warum er jetzt irgendwie. Soll das sein, dass er so wie in die Luft springt, dass das dann so staubt oder. So, keine Ahnung. Mumbo-Plattform weg. Erledigt hier alles. Also. Weiß ich gar nicht, ob wir jetzt. Können wir. Was passiert denn jetzt, wenn wir eigentlich versuchen würden? Nein. Kommen wir als Mumu überhaupt da rein? Kommen wir da hoch? Können wir da irgendwie hochglitschen oder so? Oder was ist denn, wenn wir. Können wir uns auf Schild und dann hier oben rein? Ah! Verzeihung, aber nur Benjo und Kazooie gemeinsam können hier eintreten. Okay, ich hatte jetzt gedacht, ich wollte jetzt Mumu mal den Erfolg gönnen, hätten wir jetzt die Heilung vielleicht später gemacht, dann hätte Mumu jetzt mal ein Puzzleteil für das Abenteuer sammeln können. Aber habe ich nicht bedacht. Da habe ich gehofft, ja, vielleicht können wir ja einfach mit dem Zug zurückfahren. Aber das funktioniert nicht. Oh, ja, das findet der Mumu ebenso traurig. Und ja, dann müssen wir das Ganze wohl auch wieder mit Banjo und Kazooie machen. Ja, wenn wir uns jetzt beeilen, kriegen wir das Ganze vielleicht auch nochmal in diesem Part hin. Wäre ja nett. So, einmal wieder zurück, Marsch. Mit dem diesmal gesunden Dino im Gepäck. Kann man hier die Sequenz vielleicht mal cutten? Nein, kann man nicht. Dann nicht, dann schauen wir uns noch diese epische Überblendung an. Wie findet ihr eigentlich die Idee mit dem Zug? Also ich muss sagen, hat was für sich. Kommt auch noch ein ganz cleverer Twist im nächsten, was heißt Twist, aber eine nette Idee im nächsten Level. Derweil, Brüll, ich fühle mich total gesund. Ich werde den ganzen Weg nach Hause laufen. Ah, und damit haben wir auch den letzten Dinosaurier aus der Styracosaurus-Familie beglückt. Wie kann ich dir danken? Nimm bitte dieses glänzende Ding an. Ich fand es so, als ich auf einem dieser Unga-Bungas trat. Oh, zack. Wir haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Ist da noch ein Puzzle für uns drin? Nein. Ach, gut. Ja. Kurz Statistik. Na, warte. Ich wollte wieder ausweichen. nee, eine Sache können wir noch. Ja, inzwischen hat der Genium Imitator Faker da fast alle Farben angenommen gehabt. Eine Stelle gibt es noch, wo wir. Wir sind auch an der richtigen Stelle, da können wir wieder die Flugplattform nutzen. Das tun wir ja so gerne. Weil an einer Stelle waren wir auch nicht, da können wir aber auch noch nicht wirklich viel machen. Flattern wir trotzdem mal geschwind. Ich glaube, das müsste. Hier drüben sein. Und zwar. Was haben wir denn hier? Ah, das ist gut, dass wir auch so sind. Oh, der sieht aber ziemlich dürstender Diplodocus. Solchen Durst. Brauchen dringend Wasser. Warum suchst du dann nicht nach Wasser?
Es wird nicht einfach vom Himmel fallen. Die Sonne verbrennt, armen Simpo. Ich muss in der Höhle bleiben. Hol mir bitte etwas zu trinken. Jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht nicht landen. Ja, sehr gut. Kleiner Trick, wir mal gucken, ob das funktioniert. Ob es funktioniert. Nein. Aha. Hinterher, also wir könnten darauf warten, dass wir hinterher Wasser finden. Und dann. Boah. Ey, Mann! Ich will auch hier. Nein. Verdammt. Hier ist nämlich eine Cheeto-Seite. Aber es gibt noch einen zweiten Trick. Vielleicht funktioniert der ja. Ach so. Ich weiß nicht, ob der funktioniert. Ein bisschen weiter links. Also da haben wir hingeschossen, aber vielleicht da so. Oh, jetzt wieder so weiter rechts. Was soll denn der Scheiß? Dann halt genau dahin. Mann! Wir verbraten hier natürlich so einfach vollkommen unnütz unsere Spezialeier. Aber ich will jetzt diese Cheeto-Seite. Och. Das finde ich nicht fair. Ich wollte doch eigentlich ganz kurz nur diese Stelle hier meistern, dann ist auch vorbei. Mann, dann halt nicht! Dann endet dieser Part jetzt und wir haben es nicht geschafft, diese Cheeto-Seite zu holen. Ah, egal, wir werden sie auch so noch bekommen. Der Clou ist einfach, entweder wären hier durchgeflattert, ja, und hätten dann hier die geholt, oder wir würden es clever anstellen und, wobei, wenn wir uns direkt, können wir uns denn direkt da drunter stellen? Wenn wir es jetzt so machen. Okay, wir stellen uns jetzt genau da drunter. So. Jetzt muss es doch eigentlich funktionieren, oder nicht? Ja, ja, ja! Ist denn da los? Haben wir es doch noch geschafft, ja, am Ende hier. Und damit sind wir auch am Ende erstmal von diesem Part, der ein bisschen länger geworden ist, aber gut, muss auch mal sein. Und auch am Ende vom Pterodactylus-Land, weil die anderen beiden Puzzleteile, einmal für die Ugelbuggels, ja, die wollen ja noch Fast Food haben, und für Dumpo, die können wir jetzt noch nicht machen. Deswegen machen wir uns beim nächsten Mal auf in das nächste Level. Ja, ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich bin es auf jeden Fall. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Bis denne.